Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir sind immer noch in dem Teil der Offenbarung, in dem unser Herr Jesus Christus wieder zurück auf diese Erde kommt. Generell möchte ich Sie wieder einmal dazu auffordern, christliche Videos, welche die Bibel erklären, auf Ihre eigene Festplatte zu sichern. Denn Gottes Wort ist nämlich 100%ig korrekt und kann deshalb nicht politisch korrekt sein, weil das nur eine eingeschränkte Wahrheit zulässt. Sie können es sich dann später noch einmal anhören, ohne befürchten zu müssen, dieses Video nicht mehr zu finden. Und Sie können es später selber wieder hochladen, denn Gottes Wort ist kostenfrei. Im letzten Video haben wir gesehen, wie er kommt, mit welchem Gefolge er kommt und mit welchen Namen Gottes seine Herrlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. In diesem Video gehen wir die letzten Verse aus Offenbarung 19 durch, welche die finale Endzeitschlacht beschreiben. Um diese Verse richtig verstehen zu können, müssen wir zwangsläufig andere Bibelstellen, welche dieses gleiche Ereignis beschreiben, auch alle mit anschauen. Weil dies diesmal viele Verse sind, dauert auch dieses Video wieder etwas länger. Diese kurze Periode der Vernichtung gottfeindlicher Kriegsheere und eines zeitgleichen Terraformings dauert 75 Tage, was wir aus Daniel 12 aus den Versen 11 und 12 im Zusammenhang mit dem Vers 7 erkennen können. Wie man das genau mit den Bibelversen errechnen kann, erfahren Sie gleich. Und diese 75 Tage werden hier in Offenbarung 19 in den Versen 17 bis 21 beschrieben. Aus dem ersten Vers der Offenbarung wissen wir, dass dieses Buch eine Offenlegung von unserem Herrn Jesus Christus selber ist, welche er durch einen Engel, dem Apostel Johannes, gegeben hat. Und wir erfahren auch, dass dieses Buch speziell für die Knechte Jesus geschrieben ist. Diese Aussage ist enorm wichtig, um zu begreifen, wieso auch für teilweise sehr studierte Theologen dieses Buch völlig unverständlich bleibt oder warum sie krasse Fehldeutungen bezüglich dieses Buches machen. Sie sind eben nicht die Knechte unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch seine Knechte haben trotz Offenlegung oft eine beschränkte Einsicht in dieses Buch, weil sie zum Beispiel das wörtliche Verständnis ablehnen. Und ganz wichtig, dieses Buch soll den Knechten des Herrn außerordentliche Freude machen, was wir in Vers 3 lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wir hören uns zu Beginn erst einmal wieder die Verse 11 bis 21 aus dem 19. Kapitel der Offenbarung aus der Schlachterbibel vom Jahre 2000 an. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat,
durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. In Vers 7 aus Daniel 12 wird uns gesagt, dass vom Zeitpunkt der Abschaffung der Opfer im Tempel bis zu Jesus Wiederkunft 3,5 Zeiten vergehen werden. Das ist die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche aus Daniel 9, Vers 27, wo diese 7 Jahre auch in 2 gleiche Teile aufgeteilt werden und aus denen hervorgeht, dass mit 3,5 Zeiten genau 3,5 Jahre gemeint sind. Aber auch aus Daniel 4, Vers 29 geht dies hervor, denn da wurde dem Nebukadnezar gesagt, dass er 7 Zeiten lang dem Wahnsinn verfallen sein wird. Und dies waren 7 Jahre. In Offenbarung 11, Vers 2 werden die ersten 3,5 Jahre in 42 Monate angegeben und in Offenbarung 11, Vers 3 werden die ersten 3,5 Jahre in 1260 Tage angegeben. In Offenbarung 12, Vers 6 hingegen werden diese zweiten 3,5 Jahre in 1260 Tagen angegeben und in Offenbarung 13, Vers 5 werden diese zweiten 3,5 Jahre auch in 42 Monate angegeben. Jetzt, am Ende von Daniel 12, erfahren wir in Vers 11, dass 30 Tage später die Opfer im neuen dritten Tempel wieder anfangen werden. Und im Vers 12 erfahren wir, dass erst nach weiteren 45 Tagen alle in Sicherheit sind. Daraus kann man eindeutig schließen, dass dieser Rückkehrprozess insgesamt 75 Tage dauert. In diesen 75 Tagen vernichtet Jesus ganz alleine 5 riesige menschliche Heere. Man könnte hier fragen, warum sich Jesus so viel Zeit damit nimmt, wo doch ein Wort von ihm reichen würde. Die logischste Antwort, welche ich mir denke, ist die, dass er den Menschen in dieser Zeitspanne in den zu vernichtenden Kriegsheeren Zeit zur Buße geben möchte. Vielleicht verschont er diese Menschen, welche ja vermutlich wegen einer Kriegspflicht in diesen Kriegsheeren waren, wenn sie in dieser Zeit Buße tun. Und zeitgleich ebnet das größte Erdbeben aller Zeiten alle Berge der Welt ein und bringt alle Städte der Welt zum Einsturz. 2 Heere sind nach der Bibel in dieser Zeit in Israel stationiert und 3 Heere sind in dieser Zeit an der Grenze von Israel stationiert. Das macht rechnerisch 15 Tage pro Armee. Das kommt sogar mit der Unterteilung dieser 75 Tage in 30 Tage und 45 Tage hin. Die Stationierungen der 5 Kriegsheere bis zur finalen 75-tägigen Endschlacht finden wir teilweise in Daniel 11 in den Versen 36 bis 45. Weitere Teile finden wir unter anderem in Offenbarung 9, Vers 16, in Offenbarung 16, Vers 16 und auch in Hesekiel, die ganzen Kapitel 38 und 39. Es gibt sogar noch mehr Verse. Noch einmal kurz zur Übersicht der Standorte dieser 5 feindlichen Kriegsheere im Augenblick der Wiederkunft von unserem Herrn Jesus Christus auf diese Erde. Von Süden nach Norden. Erstens in Ägypten das muslimische Heer aus Afrika. Zweitens in Südjordanien das riesige Kriegsheer von 200 Millionen Mann aus dem fernen Osten, beziehungsweise vom Aufgang der Sonne. Drittens zwischen Mittelmeer und Totenmeer mit dem Hauptsitz in Jerusalem, das muslimische Heer aus dem Nahen Osten. Dies ist das Kriegsheer des Königs des Nordens, welcher das Territorium von Großassyrien befehligt, welches von der Türkei bis Pakistan geht. Viertens in der Megiddo-Ebene, also in Harmageddon, das westliche Heer aus Europa und seine Verbündeten. Dieses wird angeführt vom Tier aus dem Meer und dem verbündeten falschen Propheten, der auch als das Tier aus der Erde beschrieben wird. Fünftens in Südsyrien bei Damaskus, in den Bergen zwischen Syrien und Israel. Hier liegt das russische Heer mit seinen Verbündeten.
Die Bibel spricht vom König aus dem äußersten Norden, aus den Gebieten Gog und Magog, mit seinen Verbündeten. Alle diese Kriegsheere sind auch untereinander verfeindet und würden nicht nur sich selber, sondern auch die gesamte Tier- und Menschenwelt vernichten, wenn Jesus nicht in diesem Augenblick kommen würde. In Matthäus 24, in den Versen 21 und 22 lesen wir: Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Die Auserwählten, von denen Jesus hier spricht, sind die auserwählten Menschen, welche diese Katastrophe überleben und die Erde im tausendjährigen Friedensreich neu besiedeln werden. Diese Aussage hat nichts mit den heutigen Christen zu tun. Wenn man etwas von Auserwählten in der Bibel liest, dann muss man auch immer betrachten, wofür sie auserwählt sind. Die letzten 7 Jahre unseres Zeitalters sind ja in 3,5 Jahre, in 1 Jahr, in 2 Jahre und in 1,5 Jahr aufgeteilt. In den ersten 3,5 Jahren werden die ersten 6 Siegel geschehen und zeitgleich predigen die beiden Zeugen auf dem Tempelberg und die 144.000 versiegelten Israeliten missionieren in Israel. Dann kommt der große Einschnitt, wo die beiden Zeugen vom ersten Tier ermordet werden, auferstehen und ihre Himmelfahrt haben. Das Tier wird aber nach Offenbarung 11, Vers 5 auch dabei getötet, wonach alle getötet werden, welche diesen beiden Zeugen schaden möchten. Und auch dieses Tier wird wieder zum Leben erwachen und regiert danach uneingeschränkt die nächsten 3,5 Jahre. Dieser Wechsel auf der Erde ist zeitgleich, wenn Satan und seine Dämonen durch Michael und seine Engel aus dem Himmel verbannt werden, was wir in Offenbarung 12 in den Versen 7 bis 9 lesen. Bis dahin hatte Satan nämlich Zugang zum Throne Gottes, um die Menschen dort anzuklagen. Für die Zeitaufteilung der danach folgenden Geschehnisse kennen wir den chronologischen Ablauf. Und mit der Einteilung 1 Jahr und 2 Jahre und 1,5 Jahr kann man die Zeiten der angesprochenen Ruhe, die Posaunengerichte und die Zornschalen mit identifizieren. Am wahrscheinlichsten halte ich folgende Aufteilung der Zeit. Zuerst wird das Götzenbild von ihm im Tempel in Jerusalem aufgestellt. Und das ist das Zeichen für die 144.000 Israeliten, Israel fluchtartig zu verlassen. Im ersten Jahr, nachdem das Tier endlich, in Anführungsstrichen aus seiner Warte gesehen, die beiden lästigen Zeugen eliminiert hatte, schüttelt er, der ja das Tier ist, die Hure Babylon, welche bis dahin auf ihn ritt, endlich ab und ermordet jetzt auch diese Hure. Ab diesem ersten Jahr regiert das erste Tier aus dem Völkermeer mit dem zweiten Tier aus der Erde, dem falschen Propheten aus Israel, der sozusagen der Propagandaminister des ersten Tieres ist, fast uneingeschränkt. Da bis dahin ja auch noch die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg stand, was wir aus Offenbarung 11, Vers 2 wissen, wonach dieser Vorhof weiterhin den Heiden gehörte und diese Moschee ja seine Göttlichkeit untergraben würde, wird auch diese vernichtet. Als Resultat bereiten sich die Muslime auf einen Großangriff auf Israel vor. In den folgenden Jahren kommen dann die ersten 6 Posaunengerichte über die ganze Erde. Und im letzten halben Jahr werden die ersten 6 Zornschalen ausgeschüttet. Die kriegerischen Handlungen in und um Israel ergeben zum Schluss die 5 Standpunkte der 5 Kriegsheere beim Kommen Jesus. Und jetzt, direkt vor der Selbstvernichtung der Menschheit, wird die 7. Zornschale ausgeschüttet und zeitgleich kommt unser Herr Jesus Christus, und zwar zuerst auf dem Ölberg. Die 7. Zornschale ist auch der Abschluss des 7. Siegels und der Abschluss der 7. Posaune, weil alle Posaunen zusammen das 7. Siegel sind und alle Zornschalen zusammen die 7. Posaune sind.
in den Versen 17 und 18 von Offenbarung 19 lesen wir, dass zu diesem zu erwartenden Festschmaus an Leichen, in Anführungsstrichen, zuerst die aasfressenden Vögel zusammengerufen werden. Gott selbst lässt es in diesen Versen nicht an Sarkasmus fehlen, wenn er diesen Leichenschmaus, oder besser ausgedrückt, wenn er diesen Schmaus an Leichen in Vers 17 als Abendmahl bezeichnet. Auch dieses Zusammenrufen geschieht durch einen Engel. Dieser steht in der Sonne. Mit der Aufzählung der betroffenen zukünftigen Leichen wird auch klar, dass dies eine sehr große Ähnlichkeit mit Offenbarung 13, die Verse 16 bis 18 hat, wo die Leute beschrieben werden, welche vorher das Mahl des Tieres angenommen haben. Heute regen sich viele Menschen zu Recht darüber auf, was satanistische, superreiche Menschen allen Staaten der Welt diktieren und dass die Staatsoberhäupter ihre Macht gegen das eigene Volk kriminell ausnutzen, um diesen Satanisten zu gefallen. In diesen Bibelversen, welche die Personengruppen beschreiben, wird aber unmissverständlich klar, dass das einfache Volk keinen Deut besser ist als ihre kriminellen satanistischen Regierungen. Auch die einfachen Leute lehnen den Schöpfer ab und huldigen der Schöpfung und nicht dem Schöpfer. Sie preisen die Natur und sagen, wie toll die sogenannte Evolution ist, welche das alles so wunderbar geschaffen haben soll, anstelle den eigentlichen Schöpfer zu preisen. Jeder Mensch, der so denkt, geht ebenfalls verloren, was aus Römer 1, Vers 25 und aus Offenbarung 16, Vers 9 hervorgeht. Das ist das Grundproblem. In Römer 1, Vers 25 lesen wir beispielsweise: Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Die einfachen Menschen sehen zwar die Ungerechtigkeit der Regierenden, sie sind aber um keinen Deut besser. Anderenfalls würden sie dieses Mahlzeichen nämlich nicht annehmen. Diese Personengruppe wird in Offenbarung 19, Vers 18 wie folgt beschrieben: Um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. An der gegenwärtigen Pandemie sehen wir eindrücklich, wie viele Menschen sich gedankenlos mit einem Stoff kontaminieren lassen, der keine Impfung, sondern technisch gesehen eine Gentherapie ist und der noch in der Experimentierphase ist. Die meisten Menschen machen es nicht aus Angst einer Ansteckung, sondern alleine aus dem Grund, weil man Einschränkungen im Leben erfährt, wenn man es nicht tut. Und weil ein gewisser Gruppenzwang ausgeübt wird. Bei dem Mahlzeichen sind die zu erwartenden Einschränkungen, in Anführungsstrichen, aber noch um ein Vielfaches größer. Und deshalb werden nahezu alle Menschen das Mahlzeichen annehmen. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn unser Herr Jesus Christus auf diese Erde wiederkommt, wird er alle diese Menschen töten, welche diesem Druck nachgegeben haben. Da müssen wir uns doch automatisch ernsthaft fragen, ob Jesus überhaupt an Menschen ein reelles Interesse hat, welche schon bei sehr viel weniger Druck etwas gegen ihre Überzeugung tun. In Vers 19 lesen wir, dass das erste Tier tatsächlich mit Jesus Krieg führen will. Wegen seiner satanischen Besessenheit weiß dieser Herrscher ja, wer sein eigentlicher Feind ist, was nicht die Moslems sind, welche ja nur seine vorgeschobenen Feinde sind. Als erstes wird unser Herr Jesus Christus das erste Tier und das zweite Tier in den Feuersee werfen, was die Hölle ist, und was wir aus Offenbarung 19, Vers 20 entnehmen. Dies ist mehr eine Tat auf geistiger Ebene. Dieses Heer ist also gleich am Anfang führungslos. Alles Nachfolgende, was innerhalb der nächsten 75 Tagen vernichtet wird, fasst die Bibel in Offenbarung 19, Vers 21 mit folgenden Worten zusammen:
Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Als nächstes wird Jesus den König des Nordens vernichten, der ihm gegenüber vom Ölberg auf dem Tempelberg sitzt. Das ergibt sich aus der räumlichen Nähe und aus der Tatsache, dass Jesus diesen Tempelberg als erstes Bauprojekt schon nach 30 Tagen selber wieder einweihen wird. Von dieser Einweihungsfeier lesen wir etwas in Daniel 12, Vers 11 und in dem fünften Einschub in Offenbarung 14, Vers 1 bis 3. Da werden die 144.000 Erstlinge aus Israel physisch auf dem Tempelberg sein und zusammen mit dem himmlischen Chor singen. Diese Tempelweihe nach 30 Tagen nach Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus auf die Erde ist die eigentliche Hochzeitsfeier. Und zwar eine Hochzeitsfeier sowohl mit der himmlischen Braut, was die Gemeinde und das himmlische Jerusalem ist, als auch mit ihrem irdischen Abbild, was Israel ist. Und das Symbol dieser Hochzeitsfeier ist die Lade des Bundes, des Ehebundes. Diese gibt es sowohl als Original im Himmel, was wir aus Offenbarung 11, Vers 19 wissen, als auch als irdisches Abbild immer noch. Dieses irdische Abbild wird genau jetzt, in diesen ersten 30 Tagen, wiedergefunden. Bis dahin ist sie in einer zugeschütteten Höhle in dem Berg versteckt, welcher von Jericho aus betrachtet auf der anderen Jordanseite liegt. Das erfahren wir in 2. Makkabäer 2 in den Versen 4 bis 8. Danach hat Jeremia sowohl die Stiftshütte als auch die Bundeslade und den Räucheraltar dort in einer Höhle versteckt. Und Jeremia prophezeit nach diesen Versen, dass diese Gegenstände erst wiedergefunden werden, wenn man des Herrn Herrlichkeit wiedersehen wird. Und genau das geschieht bei Jesus Wiederkunft. Aber bis zur Tempelweihe wird ganz Israel von Feinden befreit sein. Das schließt die Schlacht von Harmageddon mit ein. Also beide Kriegsheere, welche bei seiner Ankunft in Israel sind, werden 30 Tage später restlos vernichtet sein. Das ist im Süden das moslemische Heer aus dem Nahen Osten und im Norden das westliche Heer aus dem ehemaligen Römischen Reich und seine Verbündeten. Dass Jesus danach auch Ägypten angreift, erfahren wir in Jesaja 19, Vers 1. Ausspruch über Ägypten. Siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke einher und kommt nach Ägypten. Da werden die Götzen Ägyptens vor ihm beben, und das Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Auch das riesige Heer von 200 Millionen Mann, welches wir in Offenbarung 9, Vers 16 kennengelernt haben und welches zu diesem Zeitpunkt in Südjordanien stationiert ist, wird Jesus ebenfalls vernichten. An dieser Stelle erfahren wir auch, warum das Gewand von Jesus blutrot ist, während die Gewänder der Heiligen alle schneeweiß sind, was wir ja aus Offenbarung 19 aus den Versen 13 bis 14 bereits wissen. Edom und Teman, von denen wir gleich etwas aus Jesaja und aus Habakuk hören, liegen beide in Südjordanien. In Jesaja 63, Vers 1 bis 3 lesen wir: Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra mit hochrotem Gewand? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Warum ist dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältertreters? Ich habe die Kälte alleine getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. In Habakuk 3, in den Versen 3 bis 6, lesen wir Folgendes über diese Schlacht.
Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran, Sela. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgt ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde, er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken. Es zerbersten die uralten Berge, es sinken die Hügel aus der Vorzeit, er wandelt auf ewigen Pfaden. Hier erfahren wir also auch, wie Jesus diese Leute zu Tode bringt, unter anderem mit der Pest. Und es wird wieder auf das zeitgleiche Terraforming hingewiesen. Die fünfte riesige Armee ist in Südsyrien an der Nordgrenze von Israel stationiert. Das finden wir unter anderem in Hesekiel 38 und in Hesekiel 39. In beiden Kapiteln steht fast das gleiche drinnen, aber sie ergänzen sich in entscheidenden Punkten. Ich lese hier aus Hesekiel 38 die Verse 2, 3, 6 und 8 vor und aus Hesekiel 39 den Vers 7. Lesen wir jetzt also etwas von der Schlacht gegen das russische Kriegsheer, welches zu dieser Zeit auf den Golanhöhen von Südsyrien stationiert ist. Das sind die Berge Israels, von denen wir gleich hören werden. Und Rosch steht für Russland. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Lande Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn. Und sprich, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Gomer samt all seinen Truppen, das Haus Togarma, vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das vom Schwerte entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Und ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel. Und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen. Der Vers 7 sagt uns übrigens, dass diese Schlacht gegen das Kriegsheer aus dem äußersten Norden die letzte Schlacht von allen sein wird, weil Gott danach nicht mehr zulassen wird, dass sein Name entweiht wird. Alle Bibelstellen gehen noch sehr viel weiter und sind noch viel ergiebiger. Da erfahren wir dann auch noch mehr Details von diesen ersten 75 kriegerischen Tagen des tausendjährigen Friedensreiches. Alle diese Bibelverse sind zeitlich parallel zu Offenbarung 19, Vers 21, aber das würde dieses Video zu lang machen. Beim nächsten Video schauen wir uns dann an, wie es danach im tausendjährigen Friedensreich weitergeht. Das wird eine rosige Zukunft für uns werden. Maranatha!